Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, hier ist wieder Heinz mit einer neuen Folge Schrottplatz-Simulator, nicht Junkyard Simulator, ja, Simulator, du Alligator, bis später. Nee. So, nächste Aufnahme haben wir auch geglückt. So, machen wir mal hier weiter. Hier weiter, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir schön damit Geld verdienen können. Bevor wir sammeln, würde ich sagen, machen wir die anderen Gegenstände schnell im Lager auch noch was. Also wir sind immer noch gebückt. Drei Gegenstände haben wir, 20 können wir einlagern zum Restaurieren. Das ist gut. Du weißt nicht, ob wir uns da nochmal Schrottautos holen oder. So. $30. Mal sehen, was sie bringt. Bim. Nee, Alter. Zu weit vorne. So. Ja. Bringe das Objekt. Was will man jetzt? Zur Restaurierung. Lackieren. Ach so, wir haben ja noch gar nicht zum Lackieren. Haben wir hier noch was zum, haben wir hier was zum Lackieren? Ne, sowas haben wir noch gar nicht, oder? Ach Mensch, diesen Blödsinn immer. Wir haben da sowas noch gar nicht. Das ist Lackieren. Das können wir nicht. Du musst dabei mit uns Lager legen. Da müssen wir noch mal gucken, wie das geht. Teile lackieren. Deswegen nimmt er das nie. Oder mal, wir legen noch mal hin, will mal lesen. Mal sehen, ob wir schnell lesen können, was der da will. So. Finde ein Objekt zur Restaurierung. Ah, siehst du, und das ist Lackierung. Na, da lässt man das dabei wieder ins Lager. Das hilft ja alles nichts. Legen wir gleich mal hinten hin hier. Ne? So. Weil da haben wir noch nichts. So. Lackieren. Jetzt kommen wir nicht mehr durch. Jetzt haben wir uns hier eingebaut. Legen wir sind hier hin. Gut, dann müssen wir das da wissen. Jetzt brauchen wir zum Restaurieren. Haben wir jetzt hier was zum Restaurieren? Das ist Restaurierung. Wissen wir noch nicht, wie wir das Lackieren gemacht haben, aber. So, einen Lappen brauchen wir. Wir warten jetzt. Ach, hier wurde der Lappen. Jetzt brauchen wir einen Lappen. Was macht der immer? Blüb, blüb. 10 Minuten. Eisen. C. Was ist ein C? Entferne die Motoren als Autofracks. Annahme von Bestellungen. Annahme von Bestellungen. Was ist denn hier? Stelle Gegenstände wieder her. Was machen wir jetzt für die Annahme von Bestellung? Bearbeite die Fracks mit dem Mini-Crusher. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wie man das machen will. Annahme von Bestellung. Entferne die Motoren als Autofracks. Wenn wir 7 Motoren entfernen, kriegen wir 12.500. Na, da holen wir dann erstmal Autos. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen. Dann läuft das ab in einer bestimmten Zeit. Wir machen jetzt erstmal hier fertig. Und dann gehen wir mal Autos sammeln. Die können wir ja erst mal auf unseren Parkplatz stellen. Würde ich sagen. So, wenn wir hier in die Hocke gehen, geht das besser? Unten müssen wir aufwischen. Ja, dann müssen wir nochmal um die Ecke gehen, müssen wir, da hilft ja alles nichts. Die 96%, wo haben wir jetzt wieder?
Das ist wieder an der Stelle, wo wir schon waren. Da unten. Den fertig. So, was müssen wir jetzt machen? Sandstrahlpistole. Sandstrahlpistole, die lag dort. Ja, mal sehen, ob wir das Teil kriegen. Ja. Unsere Qualitätsarbeit hier. Wehe, einer behauptet was anderes. Sind wir wieder 93%? Wir haben jetzt wieder was vergessen. Und noch was wieder auf der anderen Seite, bestimmt. So, oh, und schönen Käufer, da gucken wir gleich mal an. Oh, 508, nehmen wir erstmal alles mit. Wir sollen ja Geld verdienen. So, jetzt haben wir noch so ein Teil. Wollen wir das gleich holen oder machen wir das später? Ne, wir holen erstmal Audiofrax, hätten wir mal was anderes. Wir haben die ganze Zeit jetzt restauriert. Wir gucken mal, wo unser Abschlepper, der stand, glaube ich, noch auf der Brücke herum. Und jetzt holen wir erstmal Audiofrax hier en masse. Da können wir vielleicht das mit dem C-Bums-Dings machen hier. Und wenn wir Zeug zum Restaurieren finden, dann lagern wir das ein. So, jetzt muss ich gucken, wie ich wieder vorgehen damit. So Autorennen, so bin ich ja immer hier Tastatur, Controller, ja, genau. Mit Tastatur fahren ist ja. So, erstmal hier unten war da einer und hier unten stand der F-Bag. Wir rangieren da mal hin. So. Hier stand doch. Wo war denn das Wrack? Da unten leuchtet es doch grün. Dann nehmen wir erst einmal. So, mal gucken, ob wir ihn einladen können. So, wir müssen hier drauf drücken. Und dann müssen wir zum Auto. Wir müssen hier durch. Ja. Ja, Fahrzeug bewegen. Puh, zack. Schon aufgeladen, du. Das geht ratzfatz so. Und erstmal oben gucken wir mal, ob an der Straße noch einer steht. Wir gehen mal ein bisschen einsammeln hier. So. Hey. Nee, ich wollte S, wollte ich nehmen. Was machen wir denn? Ah, je. Guck, da steht, glaube ich, noch einer. Den können wir, glaube ich, uns auch noch aufladen. Das sieht gut aus. Bremsen. Dort ist noch Schrotthaufen, haben wir dort noch, da haben wir noch nicht reingeguckt. Wir laden den erst mal auf, gucken rein, ob wir noch was in den Rucksack kriegen, ne? Oder ob wir kleiner was unten einlagern können. Ne? Ja.
Hinten sind auch noch Schrottplätze, du. Gucken wir mal, was zum Restaurieren finden. Das können wir ins Lager schaffen. Oh Gott, was haben wir denn hier, du? Lackieren, ne, das nützt uns jetzt nicht mit Lackieren. Was haben wir hier? Schrott. Lackieren nützt uns jetzt nicht. So, was ist das? Dann können wir einen Schrott, dann machen wir einen Schrott. Bum. Mal lackieren, wir haben jetzt nicht das Lager voll. So, was ist denn hier jetzt noch? Das Körbchen noch, oder was denn? Können wir nicht nehmen? Das ist ja was Doofes. Das ist ja düsselig. War jetzt hier eigentlich noch was drinnen? Nee. Hey, warum können wir das jetzt nicht nehmen? Gehen wir von der Seite. Ach hier, das können wir restaurieren. Elektrischer Schaltkasten. Den nehmen wir mit. Bumm. So, was haben wir hier? Körbchen. So. Da gehen wir mal noch schnell zur Schrottmaschine hinterher. Hauen das rein, die drei Teile. Ich weiß nicht, zu Hause haben wir einen Container. Ich muss das alles. Ich muss mal gucken. Müssen wir bis öfters, dass wir die Teile zum Restaurieren jetzt nicht hier anlegen. So, Rucksack. Jetzt müssen wir mal gucken. Schrott. Bumm. Das ist, oh ja, ach so, zum Lackieren, das wollten wir nicht. Das ist zum Renovieren und das Jopschen. So, mal gucken. So, was kriegen wir? Was haben wir jetzt eingelagert? 12, das ist gut, der Preis. Das ist auch gut. Auch gut. So, sind wir unserem Ziel schon wieder näher hier, vor allem hier die Inseln umsetzen. So, sehr schön. 25.000, du, da brauchen wir gar nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob wir die Autofracks zerlegen und verschrotten, ob man das mitzählt. Bestimmt. Mal gucken mal wieder. So, das zeigt dann immer an, die haben wir jetzt geplündert. Wir können bestimmt auch noch viel weiterfahren. Wir müssen bestimmt mal alles erkunden hier. Mal bestimmt und so. Ja. Sind wir voll geladen, du, das geht nicht schwer. Ich bin Controller und was Auto fahren. Was macht denn schon wieder blip blip? Noch ein Luftdruck? Keine Ahnung, was die 6 da oben soll, welche 8 ist Level. Achso, wir hatten jetzt noch was zum Einlagern. Ja, da warten wir gleich mal hier. Bremsen. Hey. Gehen wir schnell mal hochschauen. Weil wenn es hier liegen bleibt, dann ist es Murks. Das muss hier rein, muss das. Renovierung. Weiter geht's. Ausladen. Tun wir die gleich schrotten? Wir gucken mal gleich schrotten, ob wir dann die Aufgabe erfüllen. Ja? Na was denn nun? Jetzt. Ob wir die Aufgabe dann gleich erfüllen?
Hä? Ich lenke da? Ach so, weil ich hier noch drauf bin. Ja. Schön langsam. Wir müssen ja nicht lösen. Ne? Wie das machen. Mit dem Rücksetzen kann man es mal machen, aber ich habe es noch nicht ganz kapiert. So. Da müssen wir jetzt an das Teil dort gehen. Dahin. Zum Entladen. Nee! Ach, jetzt steigt da wieder ein, Mensch. Da bin ich eingedrückt, wollte weh drücken. So. Ach, das ist ja furchtbar. So. Kaputtes Auto. Ohne Motor. Und das ist auch ohne Motor. Ohne Motor können wir es ja gleich zerlegen. So. Da müssen wir jetzt zu unserem Gerät hier gehen wieder und gucken, dass wir das hinkriegen. Ey. Zack. So. Ne, wie denn nun? So, unser eigenes. Nee, so geht das nie. So, kommen wir jetzt vorbei hier. Immer noch nie, Mensch, Alter. Hä? Aber jetzt. Höher noch? Nee. Was war denn das andere vom Buscher R? Gleich so, mit der Tabulator-Taste S. O. Und E. Schöne Audio, du. Jetzt ist es quadratisch praktisch gut, oder wie heißt das? Oh, wir sind ein bisschen falsch, schon einmal. So, jetzt müssen wir R wieder nehmen. S. Können wir jetzt schon Magneten? Noch nie? Jetzt aber. Immer noch nie. Oh, will das wieder genau haben. Nee, ja. Aber wenn es Magnetsymbol kommt, Magnet an. Hä? Was will der denn jetzt wieder? Wir sind doch mittendrin. Sieh mir doch. Hm? Kapierschützen. Jetzt! Oh, wegen dem kleinen Stück. Jetzt. Achso, nee, warte mal, das verkaufen müssen wir dann übers Tablet oder wie war das? Ich glaube, ne? Ja, wir hauen erstmal das zweite eine noch mal rein.
Bei dem Audio ist er nicht so empfindlich. Nur wieder bei diesem. Nee, R. R, bitte schön. Jetzt S. Oh, nee, ich steck rüber noch. Ja, D, wo ich. Ja, müssen wir den jetzt rein? Wir steigen das mal aus oder können wir jetzt schon so einen Deckel zumachen? Ach so, geht's so. Er blendet den Kron an. Nee, geht doch nicht. Sehr, da müssen wir doch rüber machen. Ich dachte, wir können gleich hier und so noch faul sein, aber Pustekuchen. Nix ist mit faul sein, du. Ach, drüber nehmen, jetzt Deckel runter. Nix ist mit faul sein, du. Jetzt klappt es wieder gleich. Den können wir hier eigentlich hier lassen. Aussteigen. Bumm. So. Nehmen wir mal unser Tablett hier. Mal gucken. Tab öffnen. Was kriegt man jetzt hier alles? Oh, 3000. 0,0 bei Alu. Gusseisen haben wir plus. Hier ist auch Stoff 0,0. Hier haben wir auch plus. Suche das Board schnelle Reise. Wo ist denn das Board schnelle Reise? Achso, sollen wir suchen. Ja. So, wartet mal, wir müssen noch ein bisschen was. Das ist auch 0,0. Oh, jetzt ist gerade, wo ist denn hier gestiegen, du? Nee, hier ist nichts gestiegen. Nee, wir lassen die 0,0, lassen wir mal noch drin. So, das Board schnelle Reise sollen wir suchen. Gibt es so eine Karte? Tab. Bim. Ah, wir haben da vorne so schon so eine Landkarte gesehen. Nee, war das nicht hier irgendwo? Ah, müssen wir da hochlaufen oder was? Oh, das ist eckelaufen. Hier kannst du einfach nichts. Ich dachte, wir können jetzt mal ein bisschen hintereinander weg. Wie lange gehen denn die Tutorials noch hier? Ich dachte, wir können jetzt mal ein bisschen hier hintereinander weg Schrott fahren. Ja. Ja. Schnelle Reise. So. Ort verwenden. Reise zum großen Ort, großer Schrottplatz. Oh, wenn die nützliche und keine Pflanze im Rucksack vorzählen. Ja, das Ding mit dem kann man ja nicht fahren, das habe ich probiert. Wähle ein Ziel aus, was? Panzer, Traktoren und andere Fahrzeuge. Schrottmarkt, Pfandhaus, hier kannst du deinen gefundenen Schatz verkaufen. Vorratsbehälter. Bobsbereich. Hier großer Schrottplatz. Abschleppwagen mitnehmen. Wie soll man den jetzt mitnehmen, wenn wir da hinreisen?
Nee, kapier ich jetzt auch nicht. Wie willst du denn zum Schrottplatz kommen ohne Abschlepperwagen? Die Schnellreise, kapier ich jetzt nicht. So richtig verstehe ich das jetzt nicht. So, jetzt sind wir hier. Wie kommen wir dann wieder nach Hause ohne? Suche das Wrack. Geht's hier irgendwo rein? Na, kommen wir hier irgendwo rein? Hey, was sind das jetzt wieder? Was sind hier noch? Was sind das hier? Wir gucken mal, was das ist. Slow. Fabrik, Magazine, Fließband, das ist noch geschlossen. Alter, eine Wode nu? Will der uns verarschen? Hier gehen wir durch, Mensch. So, wo blinkt's? Wisst ihr nicht, was wir jetzt für einen Wrack suchen sollen? Warum wir das jetzt suchen sollen? Ach, dort hinten ist schon wieder. Hier sind auch welche, die man nehmen könnte. So. Berge das Wrack mit Hilfen des Kontrollpanels. Kontrollpanel. Aböffnen. Und wie soll ich das Wrack jetzt bergen? Info. Plastik? Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Kontrollpanel. Na, haben wir da geöffnet jetzt. Und wie soll ich das fragen? Verstehe ich jetzt nicht. Exit. Gibt es hier ohne Schnellreisekarte? Ne, das kapiere ich jetzt nicht, Leute. Da muss ich mal irgendwo gucken gehen. Kein Bier. Ne, Bier. Licht brauchen wir irgendwie. Was haben wir hier noch? Wir haben da das Kontrollpanel. Ist doch gerade geöffnet. Eins drücken. Dann machen wir da. So. Wie soll ich das jetzt? Tab. Öffnen, Schrottmarkt. Ja, wie soll ich das jetzt bergen? Kapierschützen. Ich kann da hier nichts. So, was kann ich hier machen? Hier kann ich da bloß das alles Material. Nur das, was ich verkaufen will. Aber das Wrack bergen kann ich doch nicht hier. Wie geht denn das? Keine Ahnung, Leute, da muss ich irgendwo nochmal gucken. Tutorial, haben wir ein Tutorial-Thema für Tutorial? Charaktererkundung, Mensch, jetzt kommt das blöde Ding wieder rein, geht doch mal rüber.
Eastbender, Container. Transport eines defekten. Ja, Abschleppung, ist mir schon klar. Schrottmarkt. Was soll man machen? Schnelle Reise. Musst du eins der Ports finden, die in den wichtigen Bereichen spielplatziert sind. Zum Beispiel Werkstatt im Pandas am Schrottplatz. Wenn der Spieler nahe genug am Bord ist, muss er E drücken und nächstes Ziel auswählen. Keine Ahnung, Leute, Schrottmarkt, der das. Weiß nicht, wie man das jetzt machen soll. Wir öffnen dort, wir haben doch hier unser Bord. Wie soll ich es jetzt nach Hause bringen? Kann ja hier nichts machen. Berge das Wrack mit Hilfe des Kontrollpanels. Ist das nicht unser Kontrollpanel? Oder das müssen wir einen Abschleppwagen. Wie soll ich denn den Abschleppwagen hierher bringen? Du musst jetzt nach Hause, ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Schrott. Oh, ne, machen wir das nächste Mal, Leute. Machen wir das erste Mal. Bim. Exit. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Wrackbergen, naja, wir haben doch nur schon genug Wracks geborgen hier. Ich sehe hier nicht mehr ganz durch, sehe ich nicht. Jetzt müsste man ja zurückrennen zu diesem Kontrollbumsdings mit einem Auto holen. Ich weiß gar nicht, wo der Schrottplatz ist in der Karte. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist denn unseres? Stock Exchange, Bob's Area, deine Bestimmung. Pick up. Hä? Stationäre Presse, Spieler. Was ist das jetzt? Markiert oder was? Ich sehe ja nicht durch, Alter. Keine Ahnung, wir machen erstmal Schluss. Ich habe jetzt keinen Plan mehr, was wir jetzt machen sollen. Jetzt sind wir hierher gereist ohne Auto. Wie soll ich denn das Auto mitnehmen, den Transporter? Das ist doch Blödsinn. So. Naja. Nee, was macht denn der? Hä, wieso macht der hier einen Und? Jetzt hab ich wieder so. So, meine Lieben, da machen wir erstmal Schluss. Und müssen wir mal gucken, wie wir das Auto dann dorthin kriegen, wie wir zum Schrottplatz kommen das nächste Mal. Keine Ahnung. Kein Plan. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.